Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Video wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich euch wieder zwei Trading-Betrüger mitgebracht. Also Menschen, die, mit ganz komischen Methoden und Mitteln versuchen, an euer Geld zu kommen und sich dann so dabei benehmen. Sehen Sie, Mensch, hätten Sie eigentlich so eigentlich stehen wollen oder was weiß ich, im Leben was haben wollen, dann hättet ihr auch schön schlauer Mensch. Du bist ja ein ganz schlauer Mensch. Ja, sind wir immer da. Ja. Aber es gibt auch den ehrlichen Betrüger, der ganz klar sagt, was er möchte. Ich will dein Geld. Können Sie mir bitte schicken? Nee. Das und mehr bekommt ihr heute wieder im Video zu hören. Willkommen bei Callcenter Abzocke, dem Kanal, der scheinbar die seltsamsten Betrüger und Kuriositäten hier an der Hotline sammelt. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung, wo ihr besser nicht euer Geld einzahlen solltet, hier mit diesem neuen Video. Doch zuerst, falls noch nicht geschehen, wäre es ganz nett, wenn ihr das Abo-Knöpfchen drückt. Und danach gleich noch das Klingelglöckchen, damit ihr auch in Zukunft kein weiteres Video mehr verpasst. Ja, bitteschön. Hallo, guten Tag, Herr Peter. Wer sind Sie denn? Ich bin Lena Fischer. Mit Frau Fischer sprechen Sie gerade. Ich kontaktiere über Online-Handelsplattform. Ich möchte gerne ein paar Informationen mitteilen. Haben Sie einen Moment, bitte? Was für eine Handelsplattform? Also eine Handelsplattform sind Plattformen, wo man online investiert. Haben Sie Erfahrungen über... Wie heißt Ihre Firma? IC24 Market heißt unsere Plattform, da wo ich Ihnen anrufe. Ja, es geht schon wieder höchst seriös los. Und gleich am Anfang des Gesprächs meldet sich die Frau Fischer oder Viecher. Es wird schon so eine Kakerlake wieder sein. Die Sprache tut hier auf jeden Fall schon wieder weh, beziehungsweise eher so die Stimme von der netten Dame. Keine Ahnung, warum die immer ausgerechnet solche Leute ans Telefon tackern, aber wir hören immer wieder diese netten Quietschestimmen in der Leitung. Aber toll, dass man sich hier nicht mal richtig von Anfang an mit Firmennamen vorstellt und man alles wieder nachbohren muss. Der Krach im Hintergrund sagt auch schon wieder alles. Na, wir warten mal ab, was da heute noch so alles bei rauskommt. Haben Sie schon mal gehört? 24 Market. Aha. Ja, haben Sie schon mal gehört? Habe ich noch nicht gehört, nee. Ja, also wissen Sie, was Online-Investitionen sind? Haben Sie schon mal probiert oder haben Sie daran was gehört? Welche Frage soll ich zuerst beantworten? Wen Sie möchten. Also haben Sie daran was gehört? Wovon? Von Online-Investitionen. Online-Investitionen habe ich schon mal was gehört, ja. Ja, also haben Sie gute Wörter oder schlechtes gehört, wenn ich wissen darf? Meistens habe ich lauter schlechte Wörter gehört von Leuten, die davon anrufen. Ah, dann verstehe ich. Also haben Sie schlecht gesprochen oder was? Ja, so wie Sie. So ganz schlechtes Deutsch mit Musik im Hintergrund. Also das Musik ist nicht in meiner Hand, aber habe ich ein schlechtes Deutsch, sagen Sie mir? Ja. Ja, aber verstehen können Sie mich, ne? Naja, schlecht. Aber die Musik im Hintergrund ist auch ziemlich nervig. Nein, das kann ich nicht, da kann ich nicht machen. Tut mir wirklich sehr leid. Ich habe noch eine Frage. Also haben Sie selber schon mal Online-Investitionen probiert? Nö. Na, dass ich die nette Tante wohl nicht mag, das hat sie wohl irgendwie überhört. Oder einfach ignoriert. Das kann natürlich auch sein. Es geht schon wieder wirklich super los. Sie kann die Musik im Hintergrund nicht beeinflussen. Ja, ist mir auch klar, weil der ganze Krach da im Hintergrund, der dient wohl zur Aufheiterung der Mitarbeiter. Also ich könnte mich da definitiv nicht konzentrieren mit so einer Geräuschkulisse im Hintergrund. Aber das ist halt der Trading-Markt, zumindest der komische, wo ihr nicht reich werden solltet, wenn ihr bei den Leuten euer Geld investiert habt. Wissen Sie, wie das funktioniert? Ja. Ja, dann was denken Sie nach? Was soll ich darüber denken? Zum Beispiel mal probieren. Vielleicht kann das etwas sehr Gutes für Ihnen sein. Ja, sowas macht man aber nicht am Telefon. Sowas macht man ja auf der Online-Plattform. Ja, erstmal das und probieren braucht man mit Geld auch nicht. Denn wenn man mit Geld erstmal probiert hat und das Ganze ist in Hose gegangen, tja, dann hat man es auch gelernt. Also ich brauche nicht Geld in der Hand nehmen, um zu probieren, ob die Plattform gut ist oder schlecht. Seriöse Unternehmen bieten euch
eine Art Demokonto an. Also ein Konto, wo man mit Spielgeld spielen kann. Das ist übrigens auch das Konto, was die euch dann danach einrichten, sofern sie den Betrug noch auf weitere Überweisungen vorbereiten möchten. Ihr überweist denen Geld und die richten euch nichts anderes als ein Fake-Demokonto ein. Euer Geld ist dann schon lange weg. Ihr handelt bei denen nicht mit echtem Geld. Höchstens mit euren Erfahrungen. Weil nachdem man da einmal eingezahlt hat, sind die meisten dieser Firmen dann einfach lediglich weg und spurlos verschwunden und melden sich dann nicht mehr. Aber es gibt davon auch noch die Betrugsvariante, wo man euch dann, wie gesagt, das Ganze mit dem Demokonto vorspielt und ihr dann dort denkt, dass ihr richtig satte Gewinne macht. Naja, und dann soll man hier oftmals nochmal ein bisschen Geld nachschieben, um dann größere Gewinne zu machen, damit die sich dann nicht mehr bei euch melden. Naja, und irgendwann ruft dann halt auch nochmal der dritte Betrüger an, um dann nochmal zu sagen, dass ihr betrogen wurdet, was ihr ja sicherlich dann wisst, und man für euch Geld wieder beschaffen kann, wo man dann nur wieder Geld einzahlen soll. Und dann wird man nochmal beschissen. Ja, also das sind so die gängigen Betrugsmethoden und Betrugsmodelle von diesen netten Herrschaften hier. Ach ja, übrigens, was ich euch auch noch empfehlen kann, ist an den Samstagen die Kakerlakenparty auf dem Kanal. Das heißt, in diesen Videos hört ihr nichts Neues, sondern die Anrufe von Montag bis Freitag, nur eben ohne mein ganzes Gequatsche dazwischen, als Hörspielversion. Ja, macht man online, natürlich, das sind ja Online-Investitionen, deswegen heißt das online, macht man online. Ja, genau, nicht am Telefon. Wo haben Sie denn eigentlich meine Telefonnummer her? Ich habe Ihre Telefonnummer wegen Ihren Meldung bekommen. Ui, ein Mann, ein Wort. Was denn für eine Meldung? Also eine Meldung, dass Sie bei Online-Investitionen mitmachen wollten. Aber da kann man ja nicht einfach die Leute anrufen. Brauchen Sie ein Double-Opt-In dazu, eine Werbeerlaubnis? Also wenn ich hier habe Ihren Namen, Nachname, Telefonnummer und die Mailadresse, darf ich anrufen? Nee, das darf man in Deutschland nicht, tatsächlich. Das darf man. Dann, nee. Wenn Sie sowas nicht möchten, dann sollten Sie nicht den Meldung machen. Naja, Sie müssten sich aber auch vielleicht einfach an irgendwelche Gesetze halten. Nur weil Sie irgendwelche Daten haben, können Sie ja nicht überall anrufen. Das ist in Deutschland illegal. Wenn Sie Ihren Daten hier gelassen haben, muss ich anrufen. Das ist mein Job. Das ist aber dann illegal, was Sie da beschreiben. Das ist so nicht erlaubt. Das verstößt ja gegen die Datenschutzgrundverordnung. Sie können ja nicht einfach irgendwelche Leute anrufen. Wie geht's Ihnen, Peter? Was haben Sie da für ein Problem, wenn Sie gute Kollegin Ihnen anrufen? Wer sind denn Sie jetzt? Ja, es geht ja nicht darum, wer ich bin, aber es geht doch um Ihnen. Es geht schon darum, wer Sie sind. Wenn Sie einfach das Gespräch übernehmen, ist ja auch natürlich, nicht legal. Natürlich, ich darf das. Ich bin der Abteiler hier. Ja, also es zeigt hier definitiv wieder die absolute Professionalität von diesem Callcenter. Also nicht. Erstmal dürfen euch nicht einfach so alle Menschen anrufen, nur weil ihr eure Telefonnummer irgendwo mal irgendwann eingetragen habt. Man braucht dafür das Double Opt-in. Das Double Opt-in findet man über mehrere Wege. Das heißt entweder, ihr tragt euch in einer Webseite ein, gebt eure Telefonnummer an und geht auf Weiter. Bevor dann die Maske aber komplett gespeichert werden kann, muss euer Telefon klingeln oder ihr eine SMS erhalten, wo entweder der PIN-Code durchgesagt oder eben durchgegeben wird per SMS, damit ihr diesen PIN-Code dann in der Webmaske eingebt. Das wäre ein Double-Opt-In. Alternativ geht das Ganze auch mit Unterschrift. Das heißt, dass ihr das Ganze schriftlich bestätigt. Eine dritte Option wäre, ihr hattet schon mal telefonischen Kontakt mit so einer Firma und bestätigt das Ganze dann eben am Telefon mit einer Bandaufzeichnung, wo man euch vorher auch in Kenntnis darüber setzen muss, dass ihr aufgezeichnet werdet. So funktioniert ein Double Opt-in und nur dann dürfte diese Firma anrufen. Und auch nur diese eine Firma dürfte euch dann anrufen. Keine andere Firma darf euch dann mehr anrufen. Ne? Also so Sammelfreigaben gibt es nicht. Und das nächste, was hier in diesem Callcenter schon wieder ziemlich auffällig nach Betrug stinkt, also ich meine, wir wissen, dass das nur Betrug sein kann, schon alleine so, wie die sich jetzt hier gleich im fortlaufenden Gespräch weiterhin verhalten werden. Jetzt ist auf einmal der Typ hier an dem, am Apparat. Das kann so auch nicht sein. Man kann ja nicht einfach mitten im Gespräch das Gespräch übergeben an jemanden anderen, ohne mich darauf hinzuweisen. Und was hat der jetzt da zu suchen? Also mit Datenschutz hat das hier alles nichts mehr zu tun. Aber gut, wir wissen auch, dass das Betrüger-Mitarbeiter sind und Betrugsunternehmen, sofern man das Ganze überhaupt als Unternehmen betiteln kann. Dass die sich nicht an Vorschriften und Gesetze halten, sollte soweit klar sein. Nur sie zeigen es ja auch immer wieder ganz offen
dass das alles nur unseriös sein kann. Das heißt, die brauchen gar nicht mehr viel erzählen, ob das ganze Ding da gut ist oder nicht. Alleine an diesen Handhabungen hier, wie sie eben in dem Gespräch gehandhabt werden, ist das Ganze unseriös und strafbar und illegal. Mal davon abgesehen, dass der Anruf ja schon illegal begonnen hat. Aber sie machen es ja mit allem anderen auch noch mit Gewalt weiter. Unseriöser geht's auf jeden Fall kaum noch. Natürlich, ich bin der Abteiler hier, weil sie haben dafür einen Wunsch, die sie nicht mehr kontaktiert wurden oder werden oder ich wollen. Ich habe keinen Wunsch. Ich habe überhaupt keinen Wunsch, nee. Ja, also, die Kollegin hat ihn ganz normal angerufen und ihnen gesagt lassen, dass sie eigentlich eine Meldung tätigen haben an unsere Firma. Sie wollen doch mitmachen bei den Investitionen. Nö. So, natürlich. Ich habe sie auch nicht gebeten, mich zu kontaktieren. Sonst natürlich. Hätte ich ja einen Double-Opt-in dafür unterschrieben. Sie waren dort der Nächste in der Liste hier. Also. Woher? Aber nur weil ich da bei Ihnen in irgendeiner Liste bin, heißt das ja nicht, dass Sie eine Anruferlaubnis haben. Natürlich, natürlich, natürlich. Richtig. Also nicht nur heute, das heißt nicht nur heute, sondern tägliche Anrufe. Dafür kann ich von Ihnen weiter empfehlen lassen, die Sie am Tag bis zu 100 Mal oder 200 Anrufe, dass du eigentlich bekommst. Naja, also erklären Sie mir ja, dass Sie ein unseriöses Unternehmen sind. Nee, eigentlich sind wir nicht. Das heißt, naja, aber warum erklären Sie das dann so? Sie bringen uns dazu. Aha. Also ich bringe Sie dazu, dass Sie sich verhalten wie ein Krimineller. Ist ja lustig. Jawohl, Sie bringen mich dazu, dass ich sogar Ihre Daten sogar auch verkaufen kann. Mhm. Ja. Da wissen Sie, dass ich auch was verdienen kann. Sowas wie Anstand haben Sie nicht, ne? Nein, doch, haben wir. Ja, woher haben Sie das? Ja, da muss ich ja Ihnen noch nichts sagen, oder? Mhm. Doch, es wäre schon mal interessant, woher Sie sowas haben. Ja, weil Sie sind ganz schön unseriös. Natürlich sind wir, aber wenn Sie uns dazu bringen, dann können Sie auch anders sein. Ja, aber Sie sind halt nur mal unseriös und armselig. Nee, eigentlich nicht. Arm sind wir doch, wenn irgendwie Sie schon, wärmen, weil so wie Sie sich verhalten, ist es schon armselig, nee, weil das ist ja peinlich, was Sie da machen. Ja, Sie können sich ja nicht mal richtig ausdrücken, die Musik da im Hintergrund ist furchtbar. Ihr Deutsch hört sich an, als hätten Sie das aus dem Kuhstall. Also es ist schon wirklich absolut beeindruckend, was da so für Leute anrufen. Ja, den kann man streicheln, den Hitler. Nee, eigentlich nicht. Nee, kann man nicht machen. Ja. Den kann man streicheln, wenn man möchte. Ja. Wen? Na, Hitler kann man streicheln. Ja. Nein, natürlich nicht. Na klar, der kann man den streicheln. Beste. Der war der Beste, besser als der Olaf Scholz. Ja, finden Sie den gut? Natürlich. Ja, warum? Beschreib mal. Ja. Weil er sagt, stark Begründung. Ist. Weil er stark ist, weil er euch abzieht. Ja. Ja, er hat dann dafür den Krieg. Ja. Er ist dafür bereit, Millionen, Trilliarden auszugeben für den Krieg, als euch eigentlich eine Staatshilfe zu bewerben. Findest du gut, ja. Findest du richtig toll. Ja. Yeah. Ja, also allerspätestens jetzt weiß man, auf was für einem Gesprächsniveau man hier bei dieser Firma schon wieder gelandet ist. Besser wird's hier tatsächlich auch wieder nicht. Es wird eigentlich jetzt nur noch schlimmer. Jedes Mal diese Hitlerkeule, was er jetzt hier schon wieder mit Krieg alles toll findet, ich weiß mal auch nicht. Tja, das sind aber eben die Menschen, die euer Geld in Treuhand verwalten wollen, um euch dann reich zu machen. Also ihr hört ja selbst, auf welchem intellektuellen Wissensstand die netten Herrschaften hier sind. Ich glaube, dass das Denken bei denen nicht mal zum Zähneputzen reicht. Bei der Aussprache würde es mich tatsächlich nicht wundern, dass das so ist. Furchtbar. Tja, aber darauf fallen halt tatsächlich Menschen rein. Mir ist es auch ein Rätsel. Warum? Aber es fallen Menschen auf sowas drauf herein. Sehen Sie, hätten Sie eigentlich so eigentlich denken wollen oder was weiß ich, im Leben was haben wollen, dann hätten Sie auch schön aufstehen können. Ganz schlauer Mensch. Ja, sind wir immer da. Ja. Das war mir nur ein Begrünen, oder wenn ich jetzt so rede. Mensch, du bist ja ganz intelligent. Sie haben ja auch Wünsche. Ja. Nee, weil Sie haben ja auch Wünsche, dass man Ihnen streichen soll oder trainieren soll. Ihre Daten. Haben Sie vielleicht noch einen Wunsch dazu? Ja, vielleicht machst du mal einen anständigen Job, irgendwas Seriöses. Nee, bringt nichts. Bringt nichts. Verdient man nicht so viel Geld, ja. Machst du lieber kriminelle Sachen. So lieber ist am besten, weil hat man 10% dafür. 10%, 20%. Ja, also 30, 40, es geht nur an der Kunde an, wie viel dafür man ihm abziehen kann.
Ja, das 50.000, 100.000, halbe Millionen. Ja, aber dass er auf YouTube ist, weißt du schon, ja? Dass das ja, auch alle hören? Das interessiert mich nicht. Das ja, interessiert dich nicht. Na gut, dann. Das will ich überhaupt ja nicht. Mhm. Sie sind nicht der Erste. Also, dafür können Sie auch alleine ja. Ja, schön. Mensch, du kannst dich ja so gebildet ausdrücken. Da bin ich natürlich ja richtig entzückt von dir. Natürlich. Ja. Dafür habe ich ja den Job seit 10 Jahren her. Ja, hat dir deine Mutti so beigebracht, ja? Dass man sich so benimmt. Nein. Ja, deine Mutti ist ganz stolz auf dich. Ja. Deine Mutti ist ganz stolz auf dich. Ja. Ich bin in Jugendheim ausgezogen. Ja, ich hätte dich als Mutter auch weggegeben. Das ist verständlich. Nein, total verständlich, hätten dass dich deine Mutter gehabt, weggegeben hat. Nein, hätten Sie mich gehabt. Ich hätte Ihnen umgebracht, kleiner Bastard. Hm. Ja, schön. Mensch, das ist ja toll. Und ich da bist du stolz drauf, ja? Mhm. Mensch. Wenn ich hier dann, wenn ich dann deine Adresse gebe, dann würde ich heute Abend mal bei Ihnen sein. Ja, na dann kommst du in die Braunschweiger Straße 55 in Berlin. Dann können wir uns mal unterhalten, schön beim Kaffee. Ja, aber was soll ich ja eigentlich machen, wenn ich eigentlich in Spanien bin? Ja, naja, das glaube ich ja nicht mal, dass du in Spanien bist. Weil da aus rufen selten die Betrüger an. Meistens ist es aus der Türkei oder aus der Ukraine. Das sind so die meisten, wo die betrügerischen Anrufe herkommen. Nein, Ukraine darf man doch nicht. Es ist doch Krieg, oder? Da das erzählt man nur, dass da Krieg ist, aber wo ist denn da Krieg? Außer die Bilder, die sie uns da im Fernsehen blödsinnig präsentieren. Ja, was soll ich mal? Doch, denn der Olaf verstand auch uns sehr schön. Aber wir dafür Millionen wieder ausgeben. Ja, genau. Wir wollen noch ein paar Millionen haben von euch. Ja. Und ihr staatsbefickte Ruhensöhne Bürger. Ja, findest du gut, ja. Findest du richtig toll. Der Olaf verstand doch ein paar Millionen, 3,2 Millionen wird er noch dazu. Ja, ist ja auch so ein Krimineller. Der kann ja auch nur kriminelle Geschäfte. Nee, eigentlich nicht. Dann stehen Sie auf, gehen Sie dann in den Urlaubsschluss und sagen, was machen Sie damit? Mensch, ist ja richtig toll. In so einem versifften Callcenter willst du mir was erzählen, ja? Und sitzt da eigentlich wie so ein erbärmliches Würstchen am Telefon. Ist ja peinlich. Ja, so ein Hurensohn wie du kann man auch gern eigentlich schon haben wären. Ja, aber immerhin bin ich ja nicht so peinlich wie du. Nee, es geht ja nicht darum peinlich. Es geht ja nur, dass du ein Hurensohn bist. Ja, ist ja schön. Finde ich richtig gut. Nee, ja. Ich weiß nicht, ob ich gewöhnt bin, weil du abgezogen wurdest, gell? Bestimmt. Du bist ja abgezogen, dafür bist du gewöhnt. Sauer, ja. So richtig tief durch. Oh, dass man ihn jetzt so glücklich, dass er dich auseinandergenommen hat, hä? Wie würdest du das finden, wenn man dich abzockt? Weil du hast es ja verdient, abgezockt zu werden. Du kannst damit nichts machen. Du kannst damit nichts machen. Kann man damit nichts machen? Du kannst nicht mal in der Nähe herankommen. Oh, das ist ja traurig. Du kannst mal nicht an den Millimeter schaffen, dass du eigentlich den Job machst. Ja, ich will ja auch so einen Job. Ich will ja auch so einen Job wie du nicht. Dafür haben. Nicht mein Job ist viel interessanter. Ich habe viel liebere Leute bei mir in der Community. Du hast ja bloß Leute, die du verärgerst. Jesus. Ich nicht. Diese Community, die sie haben eigentlich, das lohnt sich eigentlich nicht, Cent auszugeben. Ja, findest du. Aber diese Community, was ich hier habe, vor mir jeden Tag. Ja, das hört sich an wie Assis. Das hört sich an wie Assis. Was du da für eine Community hast. Nee, ich habe eine Bombe-Community. Ja. Nee, das glaube ich nicht. Du willst damit durchdrehen, wenn du eigentlich die Millionen siehst. Ja, genau. Millionen, das ist ja lächerlich. Ach, du wirst wahrscheinlich froh sein, wenn du mal einen Abschluss hast. Dann fängst du gleich an, vor Freude zu weinen, wa? Ja, so wirkst du auch. Da habe ich damit nichts zu tun. Ja, ist auf jeden Fall ziemlich peinlich, was du da machst. Weißt du, Leute, die versuchen, mit ihrem nicht vorhandenen Geld anzugeben, die sind besonders peinlich, weil da weiß man, dass sie keins haben. Ist immer so. Leute, die mit Geld prahlen, was sie nicht besitzen, da weiß man doch, dass es einfach nur peinlich ist. Nee, ich glaube nicht, dass du Geld hast, weil sonst würdest du nicht so einen peinlichen Job machen. Ihr habt doch genug Geld, Mann. Ihr spendet überall. Aber du machst, aber du bist ja peinlich. Du bist einfach nur peinlich. Ja, doch. Du kannst dich ruhig mal ein bisschen was schämen, denn hättest du mal was Anständiges heute gemacht, wenn du dich schämst. Nee, eigentlich nicht. Damit könntest du mal anfangen. Aber du kannst dich ja nicht mal gut ausdrücken. Weißt du, das ist ja peinlich, was du da so machst. Mich lohnt sich nur deine Mutter zu fickeln. Mensch, das ist ja schön. Na, dann kriegst du bestimmt nicht mal einen hoch. Dann hätte ich dir einen Stiefsohn machen können. Ja, ich glaube, du kriegst nicht mal einen hoch, so wie du sprichst. Weil solche Leute wie du, die haben wirklich keinen, die haben nur einen kleinen Schniedel, so ist es ja auch. Das ist ja wie mit den Menschen,
Hättest ja wohl gerne von deinen Augen sehen werden. Die Menschen, die immer davon reden, dass sie viel Geld haben, die haben auch keins. Und die, die davon reden, dass sie einen großen haben, die haben auch nur einen kleinen Schniedel. Das ist ja allgemein bekannt. Ich würde ja gerne sehen wollen. Ja, kannst ja mal ein Bild schicken, dann mach. Dann benutze ich das als Thumbnail. Als Thumbnail, oder wollen Sie einfach einen Sandstor haben wollen, damit du deine Zähne wenigstens weitermachen kannst? Ja, genau, dann hätten wir mal einen Zahnstocher zur Verfügung. So ist richtig, hast du gut erkannt. Mhm. Ja, ich bin dafür sehr behilflich. Ja, Mensch, aber kann. Also ich finde es auf jeden Fall beeindruckend, dass du gleich davon überzeugst, was ihr für unintelligente Wesen seid. Finde ich richtig gut. Ja. Oh, ist auf jeden Fall, das zeigt eine sehr gute Kinderstube. Mhm. Ja. Auch fick dich, du Hurensohn. Ja. Kommst du nicht gegen mich an? Nee. Gleich legt er auch wieder auf, weil er nicht mehr weiter weiß und weil ihm nichts einfällt. Ja. Weil du so unkreativ bist. Und du denkst, damit könntest du jemanden erreichen mit deinen Worten. Ist doch einfach nur peinlich. Da würde ich doch ein bisschen intelligenter vorgehen, aber gut, Intelligenz sucht man mit dir ja vergeben. Und dann hat er an dieser Stelle uns hier auch verlassen in dem Gespräch. Tja, so ist das wohl. Da hat er sich uns, glaube ich, ein kleines bisschen unterlegen gefühlt. Naja, auf jeden Fall kein netter Mensch, den wir da schon wieder in der Leitung hatten. Und vor allem, er hat sich doch als Leiter vorgestellt. Am Anfang war ja die komische, nicht zu verstehende Pippi dran. Und er hat dann hier übernommen, mit einem leicht schwäbischen Akzent, ich weiß mal nicht. Aber, tja, so als Chef in einem Unternehmen, oder zumindest angeblich, ich glaube es ja eher weniger, schon erst recht, wenn man als Chef es nötig hat, mit irgendwelchem Geld anzugeben, ja, ich glaube, dann ist er wohl keiner, sondern auch nur eins von den ganzen kleinen Würstchen, die da am Telefon sitzen. Und die nette Tante vom Anfang hat halt einfach den Hörer weitergereicht, um dann, naja, was auch immer man dann davon hat. Ich weiß es nicht. Vielleicht stellen die mittlerweile auch Mitarbeiter ein, wo denn die normalen Mitarbeiter den Hörer einfach nur weitergeben an diese Monster hier. Könnte ja auch so eine Option sein, um uns Scambaiter denn hier irgendwie zu beschäftigen. Manchmal habe ich irgendwie so das Gefühl. Weil, warum legt er dann nicht gleich auf? Naja. Aber ich habe euch heute noch ein Telefonat mitgebracht. Schauen wir mal, wie nett das Gespräch hier jetzt so verläuft. Na, wollen wir uns wieder ein bisschen anschweigen? Oder wollen wir jetzt mal uns unterhalten? Oh, ist ja lustig. Erzähl mehr von deiner Familie. Ja, interessant. So, was passiert denn nun? Ist ja langweilig, wenn man da immer nicht an der Telefonleitung sagt. Schlafen ja alle in. Ist ja total crazy. Hallo, schönen guten Tag. Ja, warum sprechen Sie denn nicht? Hallo, hören Sie mich? Ja, jetzt schon, aber warum sprechen Sie denn hier eine Minute lang nicht? Herr Mente. Ja, warum sprechen Sie denn nicht? Ich rede, jetzt hören Sie mich, oder? Ja, das ist wohl wieder eins von den, Sie verarschen uns Gesprächen oder versuchen es zumindest und verplempern dabei eigentlich nur Ihre eigene Zeit und zeigen uns damit wieder ganz offensichtlich, dass die in diesen Callcentern wohl mittlerweile gar nicht mehr so viel zu tun haben, wie Sie uns hier gerne vorspielen oder vorgeben. Denn wer solche Gespräche hier zustande bringt und nichts anderes, wird wohl mittlerweile Probleme haben, echten Umsatz zu generieren. Denn sonst hätte man für sowas hier schon wieder keine Zeit. Ja, jetzt höre ich Sie, aber warum sagen Sie dann eine Minute lang nichts? Wunderschön. Schauen Sie bitte, jetzt habe ich für Sie sehr schön Angebot. Jetzt aber können ich hatte Sie erst mit Mindestbetrag, gefragt. Mit Mindestbetrag. Hören Sie mich? Ja, aber ich hatte jetzt was können gefragt. Sie mit Mindestbetrag anfangen, 250, und können Sie 100 als Bonus erhalten. Sind Sie dabei, oder? Ich hatte Ihnen eine Frage gestellt. Ja, also dass das jetzt hier nur Fake sein kann, man hört es ja schon von Anfang an. Ich meine, der hat sich ja nicht vorgestellt, da war ja ewig nichts zu hören und dann fängt er so mitten im Skript an und man solle 250 € einzahlen und ob man das machen will. Hier hat es ja nicht mal irgendwie eine Erklärung gegeben, worum es geht. Also es kann doch nur noch Blödsinn sein, was die jetzt hier abziehen. Also ich weiß es nicht. Aber ich bin immer wieder froh, dass es diese Audioaufzeichnung hier als Beweis gibt, was hier so alles los ist.
Ganz egal auf Ihre Frage. Sind Sie dabei? Meine Frage ist nicht egal. Wiederholen Sie noch einmal. Wiederholen Sie Ihre Frage noch einmal. Weil ich habe sehr schlechte Verbindung. Warum Sie zu Beginn des Gesprächs über eine Minute nicht sprechen? Weil sehr schlechte Verbindung. Aha, und das ich habe etwas Ihnen gesagt. Ich habe Ihnen etwas gesagt, aber ich bekomme keine Antwort. Und jetzt höre ich Sie gut und Sie hören mich auch gut. Das stimmt ja nicht. Können Sie bitte wiederholen, wiederholen Ihre Sprache? Ja, meine Sprache ist Deutsch. Können Sie noch einmal wiederholen Ihre Frage, meine ich? Ja, warum Sie eine Minute lang nicht sprechen zu Beginn des Gesprächs? Sie haben mich gehört, Sie hatten nur Ihr Mikrofon aus. Ganz egal, warum spreche. Können Sie Ihre Frage wiederholen? Können Sie Ihre Frage wiederholen? Dann wiederholen Sie bitte. Ich habe sie jetzt 3-4 Mal wiederholt, meine Frage. Warum spreche ich nicht? Ja, am Anfang des Gesprächs. Warum Sie da nicht sprechen und Ihr Mikrofon aushaben? Ja, weil mein Mikrofon aus. Ich habe mein Mikrofon aus. Ja, und das ist das Problem. Ich habe das vergessen. Wo liegt das Problem? Wie kann man das vergessen? Sie arbeiten doch da. Haben Sie kein Kurzzeitgedächtnis? Weil ich habe noch 1000 Idioten wie Sie. Aha, sehr interessant. Nur dann hat sich ja Ihre Frage schon automatisch erledigt, ne? Noch einmal? Betrüger. Betrüger? Ja, natürlich. Ja. Ich will dein Geld. Können Sie mir bitte schicken? Nee. Warum? Für Kriminelle gibt es hier kein Geld. Weil haben Sie kein Geld? Das ist unmöglich. In Deutschland leben und kein Geld haben. Ja. Vielleicht liegt das daran, wenn man in Deutschland lebt, dass man kein Geld mehr hat. Das wäre wohl die exaktere Aussprache. Darf ich wissen, arbeiten Sie? Das dürfen Sie nicht wissen. Warum sollten Sie das wissen? Geht Sie ja gar nichts an. Dann warum sagen Sie mir, dass Sie haben kein Geld? Warum arbeiten Sie denn eigentlich nicht? Das ist für mich, weil ich brauche Geld, ich arbeite. Ich rufe Ihnen, ich rufe für alle Kunden. Ja, aber das ist ja nicht Arbeiten, was Sie machen. Das ist ja Betrug. Nein, das ist meine Arbeit. Ja, aber Betrug ist doch keine Arbeit. Betrug ist das auch Arbeit. Nee, das ist auch nicht. Beruf. Nee, ist kein Beruf. Es ist einfach nur traurig, sowas. Was? Und was ist das? Ja, traurig ist das. Das ist traurig? Ja, sehr traurig. Das ist sehr traurig, aber ich bekomme sehr viel Geld und Sie bekommen kein Geld. Nicht. Ich glaube nicht, dass du das glauben Sie nicht? Mir ganz egal, ob glauben Sie mir oder nicht. Ja, mir ist es auch egal. Dann schicken Sie mir Ihr Geld. Nö. Warum? Ja, weil du einfach ein armes Würstchen bist. Sind Sie arbeitslos? Das geht dich nichts an. Du bist ja auch arbeitslos, scheinbar. Ja, ich bin auch arbeitslos, aber ich bin Betrüger, ich bekomme viel Geld. Nee, das glaube ich nicht, dass du viel Geld bekommst. Und solche Idioten wie Sie? Ich glaube nicht, dass du viel Geld bekommst. Dann schicken Sie mir Geld und ich schicke Ihnen Bestätigung, das bekomme ich. Du scheinst es wirklich sehr nötig zu haben, deswegen bin ich mir sicher, dass du nicht viel verdienst. Also, ganz egal. Mhm. Ich habe ein sehr schönes Angebot für Sie. Sind Sie dabei oder nie? Nee? Bestimmt nicht. Dann löschen Sie Ihre Daten und das war's. Lösch du doch die Daten. Ich kann das nicht machen. Haben Sie sich selbstständig registriert, dann müssen Sie selbstständig Ihre Daten löschen. Genau, da liegt ja das Problem. Hab mich ja nicht registriert. Ihr meldet mich ja an. Dann warum habe ich Ihre Daten? Warum habe ich Ihre Telefonnummer? Ich nehme den gleichen Satz. Mir ganz egal, ob haben Sie sich registriert oder nie. Ich sehe Ihre Telefonnummer, ich sehe Ihre E-Mail-Adresse, ich sehe Ihren Namen und Vorname. Und mir ist egal, dass dann Konto ist. Mir ist auch egal, dann ich rufe Ihnen noch 10.000 Mal. Das ist mein Job, ich bekomme mein Geld, weil ich rufe an Sie. Das glaube ich nicht. In der Zeit verdienst du nämlich überhaupt nicht. Mir ist egal, ob glauben Sie mir oder nie. Ja, ganz egal. Hören Sie mich. Ist doch peinlich, was du da machst. Ganz schön peinlich. Willst du nicht mal was Anständiges machen? Sehen Sie dabei, möchten Sie Zusammenarbeit anfangen oder nie? Möchten Sie zusätzlich Geld verdienen? Na, bei euch kann man ja kein Geld verdienen. Okay, dann löschen Sie Ihre Daten. Tschüss. Nö, ist mir egal, ich lösche nix. Löschen Sie Ihre Daten, weil ich rufe Ihnen noch 10.000 Mal. Nee. Sehr illegal. Okay, tschüss. Nee. Ist ja ganz schön peinlich, was ihr da macht. Und das war's dann auch.
Da hat er dann jetzt aufgehört. Also es ist wirklich absolut entzückend, diese netten Herrschaften. Wenn euch das Video wieder gefallen hat, dann denkt gerne ans Däumchen nach oben. Wer mag, sieht jetzt noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl an vielen weiteren Videos auf dem Kanal. Klickt auch hier gerne mal rein. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. We'll be right back.